Unsere Mädels werden irgendwie immer fleißiger. Es ist schon ein bisschen unheimlich. Wir haben jetzt so jeden Tag 4 bis 5 Eier im Nest. Das macht dann so 30 bis 35 Eier in der Woche. Ich weiß gar nicht, wann wir das alles essen sollen. Wir haben hier schon jede Menge Eierkartons voll. Ein paar sind auch schon im Kühlschrank. Und irgendwie müssen wir die jetzt mal langsam zu uns nehmen. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, wir haben seit heute einen Stempel. 19. Mai 2023, damit wir auch mal wissen, wann die Eier gelegt worden sind. Also, ich bin echt maximal begeistert von diesen tollen Blumenhühnern, wie sie uns fleißig Eier schenken. Mal gucken, was ich da für ein tolles Rezept jetzt davon bastle. So, Freunde, heute werden zum ersten Mal unsere Eier verkostet. Es sind 7 Stück, die unsere Hühner schon fleißig gelegt haben. Die haben wir schön gekocht und heute gibt es dazu lecker Eibrot. Das heißt, wir machen ein leckeres Bauernbrot dazu, machen dann die Eier Und sie werden immer und sie größer. werden immer größer. Na, die sind jetzt ungefähr beide gleich groß. Jetzt sind gerade die So. falschen erwischt. Das ist so, Ja, so. naja, also jedenfalls werden sie immer größer. So, dazu gibt es hier so einen Eierschneider, wenn sie aufgeschnitten sind. Und hier gibt es den Schnittlauch. Und dann noch ganz köstliches, leckeres Bärlauchsalz. So, mach hin, der Herz Ja, hat Hunger. Schlag's off. Soll ich schon Ja, aufschlagen? schlag off. Ich gucke, wie das aussieht. Unser erstes aufgeschlagenes Ei. Hast du auch mit Ton? Natürlich. Oh, wie sie sich schön pellen lassen. Naja. Das geht schon. Na, hast du schmutzige, dreckige, saubere Finger? Ja, hast du. Natürlich. Gut. Kommt aus dem Arsch von Hühnern, wahrscheinlich ist da Kacke drin. Es gab mal so eine Edeka-Werbung. Was ist denn da drin? So. So, jetzt das erste Ei offen geschnitten. Ach Offen. je. Was denn? Eine Eierschale auf meinem Ach, Butterbrot. Schnickschnacks, kannst du ruhig mitessen. Nein. Dazu nehme ich den Eierschneider. Eine gute Erfindung, ganz Ja. auch in der DDR. Ach, Schnickschnack. So. Mach's auf. Das ist ein Dotter. Was für eine Farbe. Na, das ist ja cool. Fein. Fein. So, wir werden es uns jetzt schmecken lassen mit dem Lele. Schnittlauch. So. Ich kann hier nichts rausschneiden. Also, du kannst ja, ich weiß ja noch, bis du den Salz drauf gemacht hast. Ja, du meinst, du machst kein Bärlauchsalz, dann machst du normales Salz und dann Schnittlauch. Da brauchen wir Schnittlauch. wahrscheinlich 2 Eier für die Nee, Broten. passt genau hin. Ja, Kommt weil genau die hin. Scheibe auch nicht so groß sind vom Brot. Guck, wunderschön. Ach, der So, fährt ein Haus, ist schön. Salz. Gott, der Hals. Schönes Meersalz. So, So. und aus dem Garten Schnittlauch, frisch geerntet. Ja, fängt bald an zu blühen, aber man kann ihn trotzdem essen. Sehr lecker. Mach ruhig ordentlich drauf. Ja, ich will ja noch einen Schnitt essen. So, jetzt So. kann ich auch endlich. Schmecken lassen. Das schmeckt.